Der Ringrichter ist Paul Gadbo aus Dänemark. Also der Rechtsausleger, der Farbige. Achten Sie auf die Linke. Mit der Linken will das wissen. Ja. Svenotti geht in die Linke. Ja. Er geht rechts rum. Ob das richtig ist? Er geht also in Richtung der Schlaghand des Franzosen. Ja, weiß nicht. Ja, er muss mit seiner Rechten der Linken von Mendy zuvorkommen. Ja, das Knick, das braucht Spannung. Ja, da warten beide. Da wartet der Deutsche auf eine Chance. Er versucht den Franzosen zu ziehen. Wenn er schon in den Gegner hineingeht, der Svenotke, er führt im Augenblick. Gute Deckung bei Svenotke. Na, jetzt wird Mendy unruhig. Er weiß, dass er hinten liegt. Zwei zu null Führung für Svenotke. Dass er mehr machen muss, der deutsche Boxklassischer. Der will schlagen, der will hauen. Dieser Jean-Paul Mendy, der aus einer der alten französischen Kolonien stammt, Guinea in Westafrika, Guinea-Bissau heißt es jetzt. Aber er lebt schon geraume Zeit in Frankreich. Wieder gute Körperhacken. Wieder ein Wertungspunkt für Svenotke. Naja, boxt das wie ein Chirurg. Klassisch, langsam, ohne Fehlerfans, ohne Risiko, wach. Er weiß, worauf er achten muss. Auf die Linke, auf den Hammer, das Valentin Szilágyi, der deutsche Bundestrainer. Raus, ja, er ist vorbereitet, jetzt lass ihn raus. Jawohl, immer rechts rum, links rum raus. Er macht das gut, der Svenotke. Der Franzose, der braucht jawohl eine bestimmte Entfernung, eine bestimmte Schlagposition, wo er richtig Funken feuern kann. Und die macht
Jungs werden immer wieder kaputt. Entweder geht er zu nah ran oder tanzt weit genug weg. Klare Sache, er führt jetzt mit 4:0. Er ist voll konzentriert, voll bei der Sache. Wunderbar. Ja, also 5:0. Die zweite Runde hat er mit 3:0 gewonnen. Eine gar nicht spektakuläre Angelegenheit, aber eine saubere, boxerisch einwandfreie Geschichte für unseren Sven Dottke. Er kommt nicht zum Zug. Er will, ja, hier, der Sauer, der französische Betreuer. Ja, da muss einer weggehen, aber er macht das. Er geht nach vorn, er macht zu, er geht dann mal weg. Ja, da ist er zu nah dran, da kommt der linke Haken viel zu weit von Mendy. Das macht er richtig. Ja, am Mann kleben, am Mann. Da kommt der Hammer nicht zur Geltung. Ja, und daneben steht hier noch der Bundestrainer Helmut Ranzel. So, die dritte Runde. Eigentlich, ich sage das mit aller Vorsicht, eigentlich kann nichts mehr passieren. Aber was ist immer noch drin? Ein Knockout-Schlag vom Rechtsausleger. Ja, er geht weg, er tanzt weg. Er geht mit einem leichten Schritt, halben Schritt nach vorn. Auch da ist er sicher. Vor der linken von Mendy. Er boxt gut. Taktisch hervorragend. Noch keine Punktwertung. Ottke hatte im ersten Kampf gegen den Armenier Manisian mit 5:0 gewonnen. Später schlug er den Aserbaidschaner Agayev. Das war ein schwerer Fight mit 2:0. Und dann bezwang er Johansson, den Dänen, mit 11:5. Das war der Weg hierher. Und da war der Treffer da. Ja, wo bleibt die Wertung? Rechte war voll drin. Einfach nicht zu seinem Stil, dieser Messi. Und wieder ein Wertungspunkt für den Deutschen. Klare Sache. Das muss deprimierend sein für Jean-Paul Mendy, wenn der Deutsche auf alles, was er versucht, immer eine bessere Antwort hat.
Der Franzose hat bisher noch nicht einen Wertungspunkt auf dem Konto. Da ist sie, die Entscheidung. 6:0 gewinnt Sven Notke. Eine saubere, eine boxerisch überzeugende Leistung vom deutschen Rekordmeister. Ja, und da guckt er selbstbewusst seinen Bundestrainer Helmut Ranzer an. Und in der Verfassung ist er auch für den Sonntag gegen Erdei. Meine ich, da könnte, da müsste er auch der Favorit sein. Sie bleiben dran, Sie bleiben dran, liebe Zuschauer. Denn jetzt kommt unser anderes Trumpfass, Luan Krasicki, der Schwergewichtler. Klare Sache, freuen wir uns auf das Finale am Sonntag mit ihm. Mit Sven Otke gegen den Ungarn Erdei. Das hat er verdient. Dass er am Ende seiner Laufbahn nochmal gut abschneidet bei diesen Europameisterschaften. Und damit auch mit Selbstvertrauen in die Olympischen Spiele gehen kann in Atlanta. Er macht das gut, er macht zu. Schauen Sie hier. Er weiß nicht, was er machen soll. Ja, jetzt will er hauen und da ist Otke schon wieder weg. Rausgehen, weggehen, reingehen, zumachen. Das ist